Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe mir den Dommer dabei geholt. Guten Tag schon wieder. Wir gucken uns Dual Commander an. Und zwar Coxa Titan of Death Hunger gegen Kyka Winds Fury. Man hört vielleicht an der Aussprache schon so, ich bin nicht so familiär mit Commandern. Ich auch nicht, das nicht mehr, das wird witzig. Ja, vor allem nicht Dual Commander. Croxa kennt man ja zumindest aus dem Legacy. Ja. Aber den anderen? Der andere sagt irgendwie, du kriegst rotes Mana, wenn du Spell spielst, glaube ich. Das ist ganz cool. Okay, hier kann man passiert schon mal Fast viel. Mana und Schockland. Ach, das ist eine Blood Crypt. Ja, das ist eine Blood Crypt. Das ist ein Schockland. Fetch. Interessant, hier halt auch mittlerweile Dual Commander bei 20 Leben. Stimmt, sonst waren es ja 40. Ja, das Commander-Damage ist irrelevant. Ja, genau. Also im normalen Commander ist es immer noch 40, aber Dual Commander ist halt runtergesetzt worden, immer Stück für Stück. Stimmt, es waren mal 30. Es waren mal 30 und jetzt sind es tatsächlich nur noch 20. Ich glaube, es gilt aber immer noch die Regelung, dass wenn du mit dem Commander 21 Damage machst, du automatisch gewonnen hast. Ich bin mir aber nicht sicher. Du kannst dir ja auch Leben machen ohne Ende. Genau. Der ist sogar neu. Das ist ein 2-Mana 1-3er, der sagt, glaube ich, Gravediggers Cage-Effekt. Der ist echt gut gegen den Croxa, ja. Ja, ansonsten, Fatal Push. Okay. Hier ist tatsächlich die Frage, Dual Commander, halt auch mit Duels, Schockländern, Fetchländern. Ist ja eher ein Competitive-Format. Anstatt dieses Casual-Commander. Multiplayer-Commander mit drei Runden Spielzeiten. Drei Stunden. Drei Runden ist... Drei Runden hatten wir auch schon, das war aber... Ja, es war nicht so beliebt. Nee. So, dann hier Land Go ist tatsächlich, ich glaube... Duelist. Oh, ein schönes altes. Ja. In Foil. Okay, da ist ein Full Art Jace, da ist ein Foil Spellsnare und der Rest sind Fetchländer. Der Jace ist schon... Beziehungsweise Länder. Uff, das ist nicht so gut. Was macht der Commander rechts? Der ist blau, der Kyka. Der Kyka ist blau, rot, weiß. Und wenn du ein Spell spielst, kriegst du ein rotes Mana und kannst, glaube ich, Schaden schießen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber das Spellsnare ist natürlich immens gut gegen Croxa. Stimmt. Uff. Das ist einfach mal ein Hardcounter gegen Croxa. Ja. Hier ist ein Fetch auf eins von den Cycle-Ländern. Nee, das ist das, was enttappt ins Spiel kommt, wenn man... zwei oder mehr Gegner hat, glaube ich. Ah, also der ist 4 Mana, 3/3 Flying, der eine Commander. Whenever you cast a non-creature spell, create a 1/1 white spirit creature token with flying. Und wenn du einen Spirit opferst, kriegst du ein rotes Mana. Okay, also man kriegt doch rotes Mana, indem man Spirit opfert. Ja. Okay. Huh. Die Frage, wie viel man mit rotem Mana anfangen kann. Was der Deck damit macht. Naja, es ist wahrscheinlich einfach ein OWR. Ich spiele meinen Commander und hab dann praktisch einen Young Pyromancer auf dem Board. Ja, theoretisch schon, ne? Und fliegen dann Young Pyromancer. Das ist ein Phönix. Ja. Phönix.deck. Phönix.karte. Ne? Ich glaube, das ist der, der, wenn er stirbt, ein Ei hinterlässt. Ach, der Eierleger. Ei oder Feder, ich bin mir nicht ganz sicher, eins von beiden hinterlässt. Ja, hier natürlich die Dual Commander Bannet List sagt halt auch, dass sowas wie Sulring oder Demonic Tutor oder ähnliches einfach nicht gespielt werden darf. Echt? Ja. Wow. Es ist echt eine Menge, was nicht gespielt werden darf. Der ganze gute Tutor-Quatsch wahrscheinlich. Ja, viel Tutor-Quatsch. Und dementsprechend ist es halt auch sehr, sehr schwierig, dann sein Deck auch zu füllen. Deswegen sieht man hin und wieder mal echt seltsamen Jank-Stuff. Mhm. Ja, gerade wenn es um Tutoring geht, muss man dann echt großzügig ausweichen. Ne? Ja. Oder einfach aufs Tutoring verzichten und einfach nicht nur die beste Karte spielen, sondern auch die beste Karte Nummer 2, 3 und 4 spielen. Dann spielt man Schock. Duel, ein Schock, ein Fastland, ein Filterland. Ja, genau. Da wird theoretisch fast schon Guild Gatewurf. Ja, ist die Frage, ob das so viel Spaß macht. Nee, ich glaube nicht. Ja, ansonsten... Das ist noch ein Land in der Hand. Ist das ein Blood Moon? Habe ich gerade Blood Moon gesehen? Spielt der Blood Moon? Ich weiß es nicht. Der spielt ein Main Deck Blood Moon im Commander. Sie haben kein Sideboard. Im Dual Commander ist das tatsächlich regelmäßig, dass Leute mit Blood Moon spielen. Aber ich glaube, das war kein Blood Moon. Nee, glaube ich auch nicht. Hier wird der Commander gespielt. Man hat noch 2 Mana offen. Ein Mana offen.
Für die Spells näher, damit der Kroxer nicht gecastet wird. Ja. Ja, okay, beides 3-3er Buddies, so ich das sehe. Kriegt 3. 19 zu 12 jetzt. Ah, Murderous Rider. Ja, den kriegst du nicht mit der Spells näher. Nee, sehr, sehr gute Karte, by the way. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Murderous Rider. Endlich mal eine gute schwarze Karte, die auch Planeswalker rausgibt. Und wieder ins Deck gemischt wird. Aber Schwarz kriegt aktuell sowieso so viel Liebe, ohne dass die Leute es realisieren. Mittlerweile kann Schwarz ja sogar Verzauberungen zerstören. Ja, mittlerweile kriegt Schwarz Verzauberungen weg, das stimmt. Und gute Planeswalker-Removal. Und du kannst natürlich nicht sagen, dass Eliminate schlecht ist. Ja, Eliminate ist immer noch ziemlich gut. Ja, oder halt Murderous Rider oder ähnliches. Also Schwarz bekommt aktuell eine Menge Liebe, ohne dass es auffällt, weil Grün halt immer noch mehr Liebe bekommt. Ja, Grün, ne? Grün-Blau. Oh, yeah. Da ist ein Card-Draw-Land benutzt worden. Ein Mana Skullclamp. Hauptsache mal Skullclamp ist halt weiterhin erlaubt. Ja klar, mit den ganzen 1-1er Spirits, ne? Ja, das ist halt einen ganzen Arsch voll Karten. Ist Opfer zwei Spirits, zieht zwei Karten. Das ist schon gut. Gerade in so einem Control-Deck. Hast du da 3 Die-Trigger bei, je nachdem, was du hast. Ja. Die Frage ist halt, ob man jetzt nicht mal langsam einfach mal irgendwie den Crocs einfach castet, damit er Gegner Spells nähern muss. Der kostet halt nur 2 Mana, ne? Ja genau, und man macht einfach 2 Mana Discard. Man spielt mit 2 Mana Discard und kann ihn ja nachher aus dem Friedhof wieder spielen. Ja okay, mittlerweile aktuell sind 1, 2, 3, 4 Karten im Friedhof, kriegst du dann noch nicht raus. Stimmt. Deswegen. Ja, und auf 9. Der Phönix macht so Phönix-Dinge. Ins Gesicht. Oh, der hat auch schöne Pacings. Murderous Rider gecastet. Ich würde hier wahrscheinlich trotzdem einfach den Kroxer casten. Ja, stimmt, wenn er irgendwie den Friedhof verlassen sollte oder so, kannst du ihn wieder in die Commander-Zone legen. Genau, genau. Da gab es ja diese Regeländerung mittlerweile. Der kostet ja, den kriegst du ja dicke 1, 2, 3, 4, 5. Ja, siehst du, da kommt er. Genau, dann wird ein Spellsnare draufgelegt, was auch voll okay ist, wenn man hier im Endeffekt 2 Mal in der Discard gespielt hat. Jo. Und es da echt Schlimmeres gibt. Wesentlich Schlimmeres. Zum Beispiel, wenn man mit 9 Leben da steht und so ein Murderous Rider und so ein Phoenix anklopfen. Ja, das ist schon nicht schön, gerade wenn man halt nicht so viel Mass Removal hat. Der. Die machen Best of Three, ne? Die machen Best of Three, genau. Aber haben, soweit ich weiß, kein Sideboard. Ja, oder Wishboard wäre wirklich cool. 6 Mana Commander. Das Land, was ist da drauf auf der Hand? Das ist ein Lightning Bolt auf der Hand. Das heißt, der Commander ist wahrscheinlich so gut wie tot. Ja, ist halt mit einem 3 Schaden Commander nicht so geil. Nice, coole Karte. Gibt einer legendären Kreatur Erstschlag. Ha. Oder Heile? Ich meine Erstschlag. Das ist natürlich heftig. Ja. Da ist ein damit abgeworfen. Eile gibt er. Eile. Damit angegriffen, dann ist Liefel. Ja, das ist dicke Liefel. Schön. Das war ein. Eine schöne Runde. Ja, auf jeden Fall ziemlich, ziemlich. Der Kroxer ist halt sehr, sehr nice. Der Effekt. Beim ETB und beim Angriff ist halt sehr, sehr nice, weil es die Hände runtergeht. Der kostet nur 2 Mana. Genau. Oder halt dann mal 4 oder 6, aber 4 kostet aus dem Friedhof eh. Genau. Man muss halt schauen, dass man seinen Friedhof ein bisschen füllt. Bei dem anderen, bei dem Kyka, der ist halt ein großer Pyro, der fliegen kann und Mana generiert. Genau. Das ist eigentlich ziemlich gut. Und die Token fliegen halt auch. Ja, das ist schon ziemlich mächtig. Also ich glaube, wenn man mit dem Küker einmal am Board vorne ist, dann verliert man das auch nicht mehr so schnell, das Board. Ja, gerade mit so was wie Skullclamp oder so. Du ziehst die ganze Zeit Karten. Das ist richtig gut eigentlich. Ja, deswegen sind es zwar echt zwei schöne Commander-Decks. Jetzt vielleicht nicht nur für 1 gegen 1, sondern ich glaube auch tatsächlich für Multiplayer. Ja, Kroxer sagt Kroxer Each Opener? Ich glaube Each. Das ist ein bisschen nachteilhaft, aber das würde halt jeden anfissen. Ja, okay, da wäre halt jeder abgefissen. Ne? Also damit konnte ich auch leben. Also, ich war halt eh mal der Zweite, der an Bord gestorben ist. Erst den ich mitgenommen habe. Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, hier Fetch wieder auf dem Duel. Das ist die Frage, was man mit dem einen Mana noch macht. Ja, Each Opener, Discard, Card. Ja.
das kann halt sehr schnell die Leute an Bord anpissen. Auf der anderen Seite, wenn man genug Discard hat und das Board einfach mal freigeräumt hat, passiert da auch nicht mehr so viel. Nö, der macht dann halt auch permanent 3 Schaden. Ne? Ja, das ist schon ziemlich gut. Oh, komm, wunderschön. Ja. Das ist doch ein Start in den... Ja, den kennen wir, ne? Fetch auf Duel und Ponder. Könnte schon Miracles sein. Mhm. Dafür, dass wir eigentlich den No Legacy December haben, sieht das aber schon ziemlich nach Legacy aus, was da passiert. Ja, das ist halt, ja, ja. Auf der anderen Seite haben die Decks auch sowas wie Shock und Op drin. Also die Version gibt's halt auch. Das ist schwierig, ne? Ja, damit. Ja, okay, beim Commander-Deck ist der Ponder natürlich dann ein bisschen ekliger. Weil, naja, du hast jede Karte nur einmal. Das ist jetzt die Frage, ob du die Karte brauchst oder irgendwas anderes. Ja. Da berührten die Ponder-Karten die Hand. Trigger. Ja. Wenn der Touch getriggert wird. Swamp, go. Das ist halt jetzt die Frage. Ist auf jeden Fall, sind da noch ein, zwei Länder auf der Hand. Ist hier auf jeden Fall noch ein Mountain. Eine Fiery Confluence. Schönes Ding. Ich glaube, ganz vorne ist der Blood Moon. Magus auf der Moon, Entschuldigung. Magus auf der... Ja, okay, bei Schwarz-Rot, ne, der wird viele Basics spielen können. Eine Stoneforge, wird die Skullclamps suchen. Gehe ich mal von aus. Hier, ja. Oh, nee, Skullclamp, natürlich. Kannst du raussuchen. Oh, ja. Ich weiß gar nicht, ob hier legal ist, aber... Oh, ja. Oh, lol. Okay, das ist natürlich ziemlich gut. Wenn man... Forzies, was hat man da? Eine Saheli. Saheli, Monastery Mentor, wunderschöner Monastery Mentor. Wunderschöner Enlightened Tutor. Ach, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ja, und zwei Länder. Celestial Colonnade müsste das sein. Also es kommt getappt ins Spiel und macht Land, macht Kreatur und... Ja, da ist halt... Der Tutor... Da ist halt dann echt die Frage, ob man da nicht einfach dieser Heli nimmt, damit er sie nächste Runde nicht benutzt. Nee, nee, das ist der Skullclamp. Ja, die Skullclamp macht aus der Stoneforge halt auch einfach mal ein 2-1er. 2-1er, genau. Die du halt auch nicht blocken willst, von daher... So... So, Land, Shock, Monastery, Mentor. Das auch nicht ist halt schlecht. Jetzt auch echt ätzend. Ja. Wobei, wenn jetzt halt der Magus of the Moon hittet. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob es der Magus. Doch, das ist ein Magus. Ganz hinten müsste der jetzt aktuell sein. Ich weiß es gerade nicht. Ich sehe es gerade nicht. Och, der verdeckt den auch so halb. Aber die Fire Confluence regelt halt jetzt auch viel, ne? Ja, dann macht Sport halt auch ziemlich leer. Ziemlich tot. Snap Raid. Da ist ein Great, wahrscheinlich auf dem Draw. Wahrscheinlich eher ab. Also End of Turn. Von seinem eigenen End of Turn. Ach so, weil man will, glaube ich, nicht in dem Draw was machen oder in der Upkeep, weil da kann der Gegner halt super easy drauf reagieren. Stimmt. Ja. Celestial Colonnade, go. Ach, für die Saheli? Hätte die nicht spielen können? Saheli hätte er spielen können. Ist die Frage, was er jetzt noch spielen kann, beziehungsweise der möchte. Der kann den Tutor spielen. Obwohl, ist der Instant? Ja, ja, der Tutor ist instant, legt dann Artefakt oder Verzauberung aus dem Deck oben aufs Deck. Ja. Okay, kommt ein Sumpf. Das lässt mich tatsächlich wirklich an meiner Theorie festhalten, dass da irgendwo ein Magus auf dem Mond da ankommt. Da wird wahrscheinlich gleich so ein Moon-Effekt angeflattert kommen. Ansonsten glaube ich nicht, dass es Sinn hat. Außer natürlich, man hat kein Duel. Ja, aber Badlands kostet auch nicht so viel. Ist ja nur ein Zirkus. Ja, aber drei wird da ganz vorne, ja. Magus auf dem Mond, klatsch. Das tut weh. Ja, wenn da das okay kommt, dann sind das alles Mountain auf der rechten Seite vom Spielfeld. Man könnte jetzt halt noch den Enlighted Tutor benutzen, um sich schon mal ein Removal rauszuholen. Keine Ahnung, Oblivion Ring, keine Ahnung, bei dem man spielt. Was ist das? Remand. Bounce Draw. Ja, okay, damit hat man jetzt halt die Hose runtergelassen. Ich glaube, man hätte hier auf den Remand hätte man noch den Tutor spielen können. Stimmt. Und hätte damit einfach sich ein Artefakt oder Verzauberung raussuchen können, wie jetzt zum Beispiel eine Ausrüstung, ein Schwert oder ähnliches. Das wird ja nicht nur die Skullclamp drin haben. Nee, hoffentlich nicht. Ich habe die Decklisten halt nicht da, es tut mir leid. Okay, ist halt eh ein Einserhaufen, ne? Ja, davon abgesehen. Drei Mana. Ja, okay, ich glaube, gegen Martin sein Deck ist das relativ irrelevant. Ja, aber...
aber er versucht halt jetzt hier irgendeine Art von Counter-Magic zu finden, damit er eben, oder Removal, damit er den... Ja, damit er den Magus wegkriegt. Genau. Deswegen hat er wahrscheinlich auch das Weiße offen gelassen für Swords. Ja, um die Outs zu maximieren. Hm. Wobei man hier, glaube ich, das Duel hätte auflassen können und hätte das Land für farblos tappen können, was er hat. Hm. Weil das ist ein Painland, soweit ich, wenn ich es richtig sehe. Was da auf einmal für Länder bei rumkommen. Ach, Royal Skynes. Royal Skynes, auch nicht schlecht. Nee. Aber keine Antwort auf den Magus. Zumindest jetzt, oder offensichtlich nicht. Das eine ist noch ein Land in der Hand, das kann er, glaube ich, sogar noch spielen. Ja, wenn es ein Fetchland ist oder so. Schockland kommt getappt ins Spiel. Ja, die Narset ist halt auch keine Antwort auf den Magus. Wobei dieser Heli ja auch noch irgendwie... Okay. Ja. Tap für ein Weißes. Für ein Weißes, den Tutor. Okay. Als Rotverzauberung wird halt jetzt interessant, was man da findet. Ist halt die Frage, ob man jetzt mit Rot noch was reißen kann, was man... Wie gesagt, dieser Heli hat ja, kann man ja auch noch spielen. Mhm. Und wenn man hier sich jetzt ein Artefakt raussucht für dieser Heli, kann man das vielleicht sogar noch racen. Oh ja, ja, wenn es vierte ist. Die sind natürlich gut, die kriegt den Magus natürlich auch. Ey. Ja, so wie gesagt, man hätte hier auch wirklich in Respawns hätte man hingehen können und hätte auf das Remount hätte man sich die Jette schon suchen können. Mhm. Ich glaube aber, hier wollte man den Gegner ein bisschen reinlaufen lassen, so nach dem Motto, ich habe jetzt nichts, ich finde nichts, alles doof und dann end of turn, doof jetzt gesagt, ich hole mir die Jette und mache den Magus tot. Okay, wir wissen ja von dem wie heißt es nochmal? Fiery Confluence in der Hand, das wird natürlich ohne den Magus of the Moon tot aktuell. Da fehlen die zwei Roten. Ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich der Nachteil, dass man hier... Die andere Frage, Schwarz ist offen. Doch, ja, wenn da jetzt ein Push kommt. Er hält sogar den Magus rein. Block mit... Oh mein Gott! Null Schaden! Ja. Schalala! Null Schaden, keine Marke, stirbt. Das war ein... Das war Dunkler Knall, Dark Blast. Dark Blast, genau. Mit gute Karte. Mit Dredge. Dredge, genau. Natürlich richtig gut. Dredge natürlich richtig gut hier mit Jetzt Coxa. Natürlich, ja klar. Und jetzt natürlich, jetzt den die Jitte zerstören. Ja, ich würde jetzt erstmal auf die... Ja, man muss auf jeden Fall die Jitte irgendwie loswerden. Also wenn er die Jitte jetzt noch mit einer Kreatur assembelt, gerade die Saheli, die scheißt ja... Die scheißt 1-1, genau, wenn man Artefakte spielt. 1, 2. Kroxan. Ja, okay, damit wird man erstmal nachkaufen. Das funktioniert nicht. Stimmt. Weil das Mana falsch ist. Das ist kein schwarzes mehr. Genau, ist die Frage, ob es jetzt relevant wird. Ist die Frage, ob sie es überhaupt merken. Also aktuell ist es ja gar nicht relevant. Ja, weshalb? Also, es kann halt mal passieren. Leute mit Blattmunden sind halt oftmals dafür bekannt, dass sie. Ja, deswegen mache ich mir mittlerweile echt Piles mit. Ja, okay, wobei... Bei mir ist dann meistens eher Saheli so... Saheli Land Go. Mit Monored Prison ist dann meistens eh egal. Dredge. 2, 3. Okay. Ja, weil es nichts... Das Castle ist schlecht, hätte man gern gehabt. Den Bob hätte man gern gehabt. Oh. Ja, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Plus man hat halt jetzt wirklich die Wahl, mit Coxa hinzugehen und den wegzugrinden. Ja, und mit dem Dark Blast halt die ganze Zeit die 1-1er wegzuhalten, die dieser Heli theoretisch produzieren könnte. Ja. Und. Ja, dann kriegst du noch 3 Schaden, dann kommen 2 fliegend. Ist halt die Frage, ob man dieser Heli haut. Nee. Ich denke, hier geht man einfach pur ins Gesicht. -2, -1. Ich kenne ihre Passive, die besagt, immer wenn ein Attack kriegst, ist ein 1-1er. Den Minuseffekt von ihr habe ich noch nie benutzt, tatsächlich. Ich spiele sie tatsächlich nur für ihre Top-Da-Fähigkeit. Und da wird zusammengepackt. 2-0 für Kroxa. Echt? Ja, sehr schön. Ziemlich, ziemlich gut. Sehr schön. Magus of the Moon hat geregelt. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, die beiden betreiben, beziehungsweise mindestens einer von den beiden betreibt, noch einen anderen YouTube-Channel mit MTG Bakery heißt der aktuell. Schön backen gehen. Und ja, da könnt ihr noch mehr sehen. Da sind auch ein paar mehr Sachen drauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.